Die Arthrose, also der Verschleiß unserer Gelenke, betrifft etwa 5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Häufig ist auch nicht nur ein Gelenk betroffen, sondern mehrere. Die Gelenke sind unsere Verbindungsstellen im Knochen-Skelett-System. Die Gelenke bestehen nicht nur aus den Knochen, sondern auch aus Bändern, Sehnen und Muskulatur und dem Gelenkknorpel. Die Gelenke bedingen unsere Beweglichkeit, sie dämpfen und geben uns Halt. Die Arthrose verläuft in unterschiedlichen Stadien. In der Frühphase, wo die Patienten noch wenig Beschwerden haben, ist ein Knorpeldefekt auch nur sehr kleinflächig und oberflächlich, sodass man auch in zum Beispiel Röntgenuntersuchungen noch nicht wesentlich etwas findet oder nachweisen kann. In einem späteren Stadium der Arthrose, wenn die Patienten dann auch über klassische Anlauf, Belastung, Bewegungsschmerzen, Ruhe- und auch Nachtschmerzen berichten, sieht man dann auch in Röntgenbildern die entsprechend klassischen Arthrosezeichen, wie zum Beispiel die Gelenkspaltverschmälerung, eine Randkantenanbauung an dem Knochen, sogenannten Osteophyten, eine Verstärkung der Knochen-Gelenk-angrenzenden Anteile, einer sogenannten subchondralen Sklerose und auch Ausbildung von Geröllzysten im Knochen. Hier einmal dargestellt, beginnt auf der linken Seite ein Kniegelenk mit gesundem, intakten Knorpelverhältnissen, mit weiter bis rechts zu dem Bild einer fortgeschrittenen Arthrose mit ausgedehnten großflächigen Knorpeldefekten mit freiliegendem Knochen. Hier sind einmal zwei Röntgenbilder dargestellt, einmal von einem Hüftgelenk und einem Kniegelenk mit gut erkennbar deutlich fortgeschrittenen arthrotischen Veränderungen, wo sogar die Gelenke dann auch schon weit deformiert sind. Die Ursachen für eine Arthrose der Gelenke ist häufig verursacht durch eine langjährige Überbelastung, durch berufliche Exposition oder auch durch sportliche Aktivitäten. Zu nennen als weitere Ursachen sind auch Unfall, Geschehen aus der Vorgeschichte, als auch angeborene Fehlformen, sogenannten Dysplasien. Das Ziel der Endoprothetik ist es, für die Patienten wieder eine Lebensqualität und Mobilität herzustellen, was damit verbunden ist, eine Schmerzreduktion herzustellen. Und idealerweise möchten wir mit der Endoprothetik es auch erreichen, dass die Patienten über einen sehr langen Zeitraum von der implantierten Prothese profitieren. Hierfür stehen uns aktuell moderne Implantate zur Verfügung. Dieses ist ein zementfreier Hüftprothesenschaft, ein Titanimplantat, was zusätzlich noch in den Knochen einwächst. Speziell würden wir die Patienten immer in einem Untersuchungstermin über die Wahl und Art der Prothesenversorgung informieren und aufklären. Das Ziel ist es, dem Patienten hierdurch wieder Lebensqualität und Mobilität auch im hohen Alter wiederzugeben. Vor allem natürlich, dass die Patienten nach Entlassung aus dem Krankenhaus und der anschließenden Reha-Maßnahme wieder ihre Alltagsaktivitäten aufnehmen können, beginnt mit dem An- und Ausziehen, der Körperhygiene, dem Einkaufen, Haushaltsführung oder sogar auch wieder mit dem Autofahren anzufangen, wo die Möglichkeit besteht, nach Knie- oder Hüftendoprothesenversorgung mit dem Autofahren etwa 6 bis 8 Wochen nach Operation wieder zu starten. Zu vermeiden generell
ist die Aufnahme von Tätigkeiten mit zum Beispiel schwerem Tragen oder Heben, Gehen auf unebenen Flächen. Zu vermeiden sind auch Überstreckungen der Kunstgelenke. Insgesamt muss man sagen, die Aufnahme körperlicher und sportlicher Aktivität ist zu empfehlen. Es verbessert die knöcherne Integration des Implantates, wirkt sich positiv auf den Knochenstoffwechsel sowie auch auf die Muskulatur und Herz-Kreislauf-System aus. Voraussetzung für die Aufnahme einer sportlichen Aktivität ist eine vorangegangene Operation etwa 3 bis 6 Monate zuvor, dass es zu einer guten Integration des Implantates gekommen ist und dass der Patient sich auch insgesamt genug belastbar fühlt für die sportliche Wiederaufnahme. Hier aus unserer Sicht zu vermeiden sind die sogenannten High-Impact-Sportarten. Es sind Sportarten, die man im Bewegungsablauf recht schlecht kontrollieren kann und auch vermehrt mit Dreh-, Stoß- und Sprungbelastungen verbunden sind, wie zum Beispiel Fußballspielen, Handball, Squash, Badminton, als auch Kontaktkampfsportarten, weil diese einen höheren Stress des Implantates verursachen und mit einer möglichen Frühlockerung oder einer früheren Verschleißerscheinung des Implantates einhergehen. Zu empfehlen aus unserer Sicht sind diesbezüglich eher sogenannte Low-Impact-Sportarten, wie zum Beispiel Spazierengehen, Walken, Schwimmen, Radfahren, Golf spielen, sogar Tanzen ist möglich. Wenn man sich das einmal biomechanisch anschaut, wie viel Kraft oder wie viel Körperlast auf zum Beispiel dem Hüft- oder Kniegelenk lastet, zeigt es sich hier schon bei dem normalen Gehen mit einer Körperlast von etwa 2,3-fachen auf dem Hüftgelenk. Beim Treppensteigen steigt es sogar auf das 2,5- bis 2,6-fache. Es hat sich gezeigt, dass das Radfahren sehr positiv ist auf das Hüftgelenk, dort dann nur mit der Hälfte des Körpergewichtes lastet. Beim Knie ist es sogar noch etwas mehr, dass bei dem normalen Gehen das etwa 2,6-fache an Körpergewicht lastet. Bei dem Treppensteigen steigt es auf das 3,5- bis 3,6-fache. Das einmal beispielhaft dargestellt bei einem Patienten, der 76 Kilogramm schwer ist, lastet ein Gewicht von 190 Kilogramm auf der Hüftprothese und 240 Kilogramm auf der Knieprothese beim Treppensteigen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wiederaufnahme einer sportlichen Aktivität zu empfehlen ist, die Aufnahme nach einer Endoprothesenversorgung etwa 3 bis 6 Monate danach. Man sollte die sportliche Aktivität regelmäßig ausführen und im idealer Weise auch schon Erfahrung in dieser Sportart haben. Die sportliche Aktivität wirkt sich positiv auf das Implantat mit der knöchernen Integration aus, wirkt sich positiv auf das Knochenlager sowie auf die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System aus. Abschließend sollte der Patient im Verlauf nach Endoprothesenversorgung auch regelmäßige Nachuntersuchungen und Röntgenkontrollen wahrnehmen.